Alter, was eine Mission, ey. Das ist ja echt krass. Ich kann hier aus dem Auto auch schießen raus. Hey Brüderchen! Komm näher! Versuch's! Okay, okay! Spring bei! Sam, spring in das verdammte Auto! Ich bin schneller! Diskutier nicht rum! Vorsicht! Verdammt! Oh shit. Ich muss hier raus. Ach was. Ach shit, was muss ich denn machen? Gott, komm. Das wird er bestimmt nicht überleben. Kein Risiko. Verdammt, das ist nicht gut. Scheiße, der lebt doch! Gut. Ist doch nein. Komm schon. Wie sie da hinten rumstehen. Ja. Hey. Verschwinden wir. Der andere, die Handgranate am Gürtel. Was ein Freak, ey. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Ups. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht.
Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht's! Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich habe Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut hey, allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Hey, Nathan! Ja? Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool.
Übernimm mal das Steuer. Weißt du, dieses ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. So, jetzt haben wir mal ganz kurz, wo man mal wieder was sagen kann, ja. Ich dachte, es wäre... Oder auch nicht. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. So, jetzt ergibt sich mal die Möglichkeit. Also, einiges erlebt, ne? Die Frau ist böse. Ja. Immerhin ist da eine Insel. Stimmt's? Wie ist da eine Insel? Wir suchen nach irgendwas Menschengemachtes. Meinst du von mir ab? Klar. Ja, Frau ist böse. Oh. Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas wie eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Ja. Sieht doch aber sehr geil aus, also könnt ihr das sagen, was er wollte, oder? Hier. Richtig, richtig nice. So, hier wären wir. Runter vom Boot. Oder vielleicht auch noch ein bisschen hier ranfahren, ne? Bevor das Boot weg ist. Na, wir sollten vielleicht mal ein bisschen Gas geben. Mit Vollgas aufs Land. Bleibt das jetzt hier liegen? Das bleibt doch hier gar nicht liegen. Alter, ich krieg's doch nicht mal hin, ein Boot zu parken. Was ist denn los, Kalle, ey? Gottes Willen. So, mal vorsichtig. Ja. Mal ein bisschen Anlauf. Und dann mit Schmackes. Alter. Was ist denn los heute mit mir? Ich glaube, ich zocke heute nicht allzu lang. Irgendwie geht alles in die Hose. Komm, runter da jetzt. Ja, Fahrzeug verlassen. Geht nicht. Ich kann hier auch das Fahrzeug nicht verlassen. Vielleicht die falsche Stelle zum an Land gehen. Ich kann hier nicht an Land. Geht nicht. Hier steht zwar überall Fahrzeug verlassen, aber es geht nicht. Ach, das wird vielleicht auch nur angezeigt, weil ich weil ich anhalte, ne? Dave, da oben! Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Kommen wir jetzt hier irgendwo hin? Na, das sieht doch gut aus. Ich bin aber auch ein Held, ich muss doch nur X drücken. So, das Boot haben wir schön an Land gefahren. Finden wir einen Shit. Weg zum Turm. Ja. Ah, wie nice es hier einfach aussieht. Richtig schön, ja.
Schade, dass es der letzte Teil ist. Da könnte ich mir noch so einiges vorstellen hier in der Uncharted-Reihe. So, ein Weg zum Turm. Oh, da hängt einer. Was ist mit ihm hier? Wow. Frag mich, was er getan hat. Oh, vielleicht hat er zu oft Seemannslieder geschmettert. Ja, das war sicher der Grund. Üble Sache, das. So, sind hier Treppen? Nö. Aber wenn ich mir den Strand hier so angucke, wäre das perfekt, um Urlaub zu machen. Oder? Jetzt mal ernsthaft. Wäre das nicht traumhaft schön, hier Urlaub zu machen? Es wäre doch ein Traum. So, jetzt müssen wir trotzdem sehen, wir sind ja nicht zum Urlaub, wir müssen da hochkommen. Ich glaube, hier könnten wir es versuchen, oder? Geht's nicht. Hier auch nicht. Da vorne sind Treppen. Sag mal, wie renne ich denn nochmal bei Uncharted? Ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Ah, das ist eine Höhle. Und eine Treppe. Sehr gut. Brücke. Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Okay, dann mal rauf. Wir werden es durchaus gleich mal versuchen. So. Hier geht's weiter. Oh, eine Taube. Schön. Sehen wir jetzt hier was? Nein, nicht wirklich, ne? Geht's hier noch höher? Ah. Alter, wo bleibst du denn? Sieh mal zu. Sam, hier lang. Ah, wir müssen nach außen. Okay. Ich dachte jetzt, der gibt uns da vielleicht, dass wir oben die Luke aufmachen können. Langsam. So, machen wir das. Ah, was haben wir denn hier? Das sieht doch gut aus. Irgendein Symbol. Ein Kompasspfeil? Hoppla. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hin zeigt, hm? Wie schön das einfach aussieht. Das Boot echt ist Wahnsinn. Gleich da unten. Ja. Natürlich, knall doch dagegen. So, so sind wir hochgekommen, so gehen wir auch wieder runter. Hier fallen lassen? Können wir. Sehr gut. Da passiert doch jetzt garantiert was. Nee, wir müssen noch auf die andere Seite, oder? Da war doch der Kompass. Oder? Oder? Da müssen wir jetzt mit dem Boot da runterfahren. Das kann natürlich auch sein.
Hier auf die Insel ein schönes Hotel gestellt, dann könnten wir wunderbar Urlaub machen. Sehr geil. Hier ist noch was. Was ist da? Ich will aber nicht drüber laufen. Eine Art Tür oder so. Zu einer Kammer? Einer Riesenkammer, um einen Riesenschatz aufzubewahren? Bestimmt nicht. Nicht bei seinem Ego. Wo immer Avery den Schatz deponiert hat, wird es prachtvoller sein als überall sonst. Und er wird deutlich besser geschützt sein. Klingt logisch. Na, aber wie kommen wir da ran? Wie kommen wir da dran? Weiß kein Mensch, ne? Komm, stell dich nicht so an, der ist Sand. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Genau. So kann man auch ins Boot einsteigen, übers Dach. Sam, gehen wir. Gut, warte auf mich. Ja, komm, gib Gas, Boy. Ist er jetzt da? Ah, da ist er doch. Gut. Dann schauen wir mal, wo uns die Pfeile hinführen.